Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. So, es ist morgen, in der Nacht habe ich vorbereitet einiges. Ich zeig's gleich her, so. Wir werden aber... Ja, wir machen das mal. So. Und zwar möchte ich wieder hier anschmeißen, damit wir mehr Beton bekommen. Hier Betonmischung. Oh nein, Zement, oh nein. Zement haben wir ja genug, Stein haben wir relativ wenig im Moment. Warum? Weil wir viel umgewandelt haben. Worin haben wir umgewandelt? Während der letzten Abenteuer. Auch darin, und wir haben oben ausgebaut und aufgewertet. Da haben wir Beton gebraucht. So, wir machen hier 2000. Mischen, super. Und hier wollen wir auch eine kleine Mission starten. So, jo. Super. So, dann hätte ich gesagt, wir nehmen uns hier ein wenig Zeug. Nein, das müssen wir noch da lassen. Das müssen wir noch da lassen. Ein wenig Holz. Ja, was weiß ich. Machen wir das mal. Wir machen eine halbe Stunde. So. Genau. Oder? Es muss reichen. Halbe Stunde muss reichen. So, einschalten. Hier wird eingeschmolzen. Wir stellen hier mal ein. Nö, 200. Und hiervon machen wir hiervon auch 100. Super. So. Dann würden wir sagen, auch hiervon. Habe ich jetzt einen zu wenig? Ja, klar. So. Der Holzscheit zu wenig. So, vom Stahl machen wir 200. Fertigen das Eisen. Da gibt es 100 davon. Auch das ist gut. So, hier wird eingeschmolzen, hier wird produziert. Es ist Wahnsinn, wie bei der Äpfelfaust. So, das räumen wir zurück, weil heute müssen wir ja das Lokal, die Lokalzeile, die wir gestern geklärt haben, müssen wir heute ausräumen, demolieren und sonst noch was. So, super. Dann habe ich vor... Farming, Bauteile. Genau. Die da will ich auch noch anbringen. Aber später. Aber später. So, was habe ich im Inventar? Nichts, was ich brauche. Was zum Essen will ich brauchen? Essen? Essen? Habe ich da unten was drinnen zum Essen schon? Nö. Rohmaterialien. Super. So, Essen. Auch kein fertiges Essen. Oh, verdammt. Dann werde ich wohl Nudeln essen. Nudeln. Ziehen wir uns gleich nochmal Nudeln ein? Wollen wir mal reinziehen? Ja, so ist gut. Ja. So, was habe ich in der Nacht getan? Ich habe endlich mal sortiert. Ich habe diese beiden Kisten ausgeräumt. Da unten. Ich habe da oben die Grabbelkiste. Die ist auch leer. Hier haben wir also nur noch Quests und Bücher. Sowie die Schatzkarten. Da unten sind nur noch Mods drin. Wahnsinn. Waffen, ich habe die Waffen auch ein wenig aussortiert, die sind hier drin, Muni ist hier drin, ein wenig sortiert, 170 davon, ja, das muss reichen, ja. So, da oben sind nur noch Werkzeug und, wer glaubt's denn, wir haben einen Motor in Reserve, den werden wir jetzt gleich rausnehmen und ein wenig Kleidung und Farbe, so, unverarbeitete Farbe. So, das heißt, ich habe die ganze Nacht mit Schlichten und Sachen verbracht. So, was brauche ich noch? Ich glaube, ich brauche, keine Ahnung, ich nehme auf Verdacht Sachen mit. Brauche ich die Teile oder die Teile? So. Genau, den will ich bauen. So, wir brauchen Stahl und Motorwerkzeugteile. So, Motorwerkzeugteile. Hat das so ausgesehen? Oh, da haben wir nur 8. Da haben wir nur 8 und wir brauchen davon 10. Verdammt. Dank Erde. Dann können wir ja noch immer keine machen. Wir brauchen Motorwerkzeugteile. Ach, wie schade. Gut.
Dann räumen wir das hier ein. Wir nehmen aber auch das raus, das raus, das raus. Genau. So, Werkzeug und da geben wir auch die Fahrzeugteile rein. Super. So, ja, ich weiß, da könnte ich auch natürlich gleich den Kühler und so weiter. Ja, viel später, viel später. So, jetzt geht's aber auf. Zum Nudeln essen. Da ist er. Ja, räumen wir die Dose auch noch weg. So, dann auf nach oben. Oh, ich muss ernten. Bevor wir loslegen, muss ich ernten. Unbedingt. So, Kaffee, Kaffee, Kaffee. Oh. Kaffee, Kaffee, Kaffee. So, dann haben wir da Aloe. Aloe, Aloe, Kaffee, Kaffee. Was ist das? Kartoffel. Hellbeer. Der Mais wirkt fertig. So, wir brauchen für die Felder, wir brauchen jetzt 4, 7 neue Samen. 7 neue Samen. So, was werfen wir da rein? 7 neue Samen, oder was? Kürbis. Mais können wir einpflanzen. Kartoffel. Ich hätte gerne Kartoffel. Mehr Kartoffel. Mehr Kartoffel braucht das Land. Das ist es nämlich. Mehr Kartoffel braucht das Land. Andererseits können wir natürlich wieder Yucca und sowas einsetzen. So, Moment. Hier kommt der Kaffee dazu. Da kommt das dazu. Aloe Vera, Samen, Heidelbeeren. Und Maiskolben. Was pflanzt man da drin? Kartoffeln? Ich hätte tatsächlich gerne mehr Kartoffeln. Kann man die Kartoffeln zu Samen machen? Hier, Rezepte. Gebackene Kartoffel. Hier. Kartoffelsaat. Oh, verdammt, um einen zu wenig. Gebackene Kartoffel? Nö, machen wir nicht. So. Also, Kartoffel da rein. Machen wir mal Heidelbeeren. Warum hast du sie dann abgerissen? Ja, es war. So, Farming. Oh, bin ich aufgeregt. Endlich. Aloe Vera werden wir jetzt nicht anpflanzen. Die Heidelbeeren werden wir einpflanzen. Den Kaffee werden wir mal nicht einpflanzen. Und den Mais räumen wir weg. So, Heidelbeeren. Ich brauche mehr Heidelbeeren. Also, eigentlich dachte ich, wir haben mehr Kartoffeln. Wieso kann ich die nicht einpflanzen? Oh mein Gott. Ich dachte. Ja, was du immer denkst. Heidelbeeren. Verdammt. Das war ein Riesenfehler, was du getan hast. Ja, es kommt mir auch so vor. So. Dann kann ich die maximal nur essen. So, verdammt. Ich brauche mehr Samen. Nö, hier. So. Gut. Dann haben wir da alles gegessen, alles gemacht. Apropos Essen. Ich überlege gerade, ob wir Kaffee statt den Wasserfläschchen da mitnehmen. Oder so guten Tee. Goldrutentee. Nö, Bier will ich nicht. Dann schwanke ich wieder. Warum nicht? So. Dann würde ich sagen, heute auf zur Demolition-Folge. So. Die räumen wir da weg. Da mixt alles, es arbeitet alles, es ist super. Also, wir werfen uns aufs Fahrrad und fahren vor zur Geschäftszeile. Da das Fahrrad. Da sind wir. So, meine Lieben, und zwar hätte ich gesagt, sofern ihr nichts dagegen habt, Dankeschön, wir machen ein wenig Zeitraffer beim Demolieren der Geschäfte. Vandalismus ist heute angesagt. Ich hoffe, es sind keine Respawn, weil wenn ich dadurch durch die Räumlichkeiten gehe und alles mit, weiß ich noch nicht, sechsfache oder achtfache Geschwindigkeit,
Ich zeige natürlich nachher dann wieder her, was wir da alles insgesamt bekommen haben an Zeug. Wir haben ja noch nicht einmal ansatzweise richtig gelootet da drinnen in den Räumen. Ich hoffe, niemand ist nachgespawnt. Und dahinter ist eine Booby Trap, die könnte ich mir auch gleich vornehmen. Und das hätte ich ja auch gern. Da rechts drin, den Autohof. Ich gebe sie ja zu. So, Fahrrad kommt hierher. Oder Fahrrad kommt am Mann. Super. So, das kommt natürlich daher, weil wir legen los. Und zwar legen wir von hinten los. Genau, wir machen da, also von hinten, von vorne sozusagen. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits. You can break.
take me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away. Das war Speedlooting vom Feinsten. So, wir schauen da mal rein. Was haben wir denn hier? Was mich sehr verwundert hat, der Baseballschläger habe ich, glaube ich, noch keinen gefunden gehabt. 3258. Und unser gepimpter, da ist der Baseballschläger besser. Das hat mich sehr verwundert. So, wenn ich mal die Geschwindigkeit 52 und unsere genauso schnell. Ich würde ganz gerne den Baseballschläger nehmen. Ich glaube, wir sind soweit. So. Und Baseballschläger. Passt dasselbe rein. Unser guter Baseballschläger. So. Was haben wir noch gefunden? Wir haben gefunden das hier. Scrappen. Eisenspeer 1er. Vorschlag haben wir, ich bin da immer skeptisch. Mir ist er zu langsam, 34 Angriffe pro Minute und der da zum Beispiel 52, ja jetzt aber so. Eine eiserne Armbrust, wir verwenden eine 82 Fernkampfschaden und die ist, naja, langsamer. So, ein M60, keine Ahnung, werden wir alles mitnehmen an Waffen, aber bevor wir das alles mitnehmen, Scrappen und so weiter. Wir schauen mal durch. Was haben wir? Das kennen wir noch nicht. Oh ja, ein Vierfachmod. Oh, wie cool. So. Gewehrzwerbe. Oh. Jetzt kann ich mal selber einen bauen. Der Stahlvorschlaghammer. Auch eine witzige Sache. So. Okay. Das ist ja cool. So. Wie man Wasser reinigt. Okay. So, was haben wir da? Laternen. Ah. So, da Joker. Sniper. Kopfschuss. Oh, wie schön. Ein Kopfschuss. So, tolle Sachen. Und dann hier, da haben wir so Reste drinnen. Das können wir eigentlich gleich scrappen hier. Reste. Und eine Schatzkarte. Nicoles Schatzkarte. Ja, da bin ich dann auch gespannt. So, da haben wir echt viel Zeug. Oh, ein Buch hat sich da rein verirrt. Noch eins und ein paar Sachen. Ja, endlich Bauplan. Militärrüstung. Da ist auch was Feines. So. Und da? Wahnsinn, oder? Menge an Zeug, oder? Also doch super. Können wir gleich reparieren. So, dann kommt das da zurück, das kommt da rein, das kommt da rein. Super. Wobei, wir können auch gleich, ja, sollten wir auch gleich das und das und... Wenn wir schon dabei sind. Wir haben's ja. So, dann würde ich sagen, das war's mit diesen hier. Wir gehen jetzt noch gemeinsam zum Autohof.
Okay, ein leeres Inventar. Natürlich haben wir ein leeres Inventar. So, wir gehen gemeinsam zum Autohof. Weil da waren wir noch nicht drin. So, entweder hier das Gitter. Oder hier der Stein. Das haltet exakt gleich viel aus. Wahnsinn, oder? Ja, sorry, ich möchte mich trotzdem durchschlagen. Da will ich mich durchkämpfen. Da kenne ich nichts. So, weil auch für später, wenn ich wieder mal vorbeikomme, dann will ich da einfach durchgehen, ohne irgendwas. Da will ich durch. So, ja, Tag 33. Ich bin noch nervös, vor allem, wir haben noch keinerlei Fallen oder sonstige Dinge eingebaut. So, zuerst mal anklopfen. Ich glaube, da ist jemand. Hallo? Irgendwen habe ich da gehört. Aber offenbar nicht da. So, zuerst mal die Kasse plündern. Und. Aber. Egal. So, hier. So, die Autos zerlegen wir gleich. Die geben ja gute Teile. Irgendeiner schläft da hinten. Ah, der fiel mir vorher nicht auf. Jetzt testen wir gleich mal den Baseballschläger. Okay, Baseballschläger. Gut, Baseballschläger. So. Ja, da kriegen wir ganz gut. Wäre natürlich total interessant, dass wir auch die Teile für den Erdbohrer kriegen. Also Motorwerkzeugteile hat das geheißen, glaube ich. Und ich hoffe wirklich, dass wir das bald kriegen. Das macht uns das Arbeiten leichter. So, und dann hätten wir auch genug Material für allfällige zukünftige Projekte. So, jetzt haben wir den Autohof auch noch gemacht. Super. Dann sind wir hier an dieser Straße bis da vorne fertig. Crackbook, den haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Ja, dieses wahllose Ruinenzeug, das haben wir nicht gemacht. Aber mein Gott, wir können nicht alles machen. So, wir laufen zurück zur Loot-Säule, packen mal ein. Und ich würde sagen, eine Tour fahren wir gemeinsam zurück. Ja. Auf den Stein. So, auf den Stein. So soll es sein. So, ich schaue, was mal hier alles. Ja, einigermaßen. Super. So, aufbewahren. Was können wir da reinpacken? Ja, machen wir mal da. Einfach mal eine Reihe. So, dann haben wir das hier. Super. Wir nehmen das hier. Moment. Stacken. Also, stacken. Sortieren. Sortieren. Und sieht doch gleich besser aus, oder? Haben wir da noch was? Ja, ging sogar noch was. So, und das können wir auch. Zwei Motoren, Batterie. Oh, da freue ich mich. Da freue ich mich. So, eine Fahrt machen wir gemeinsam. Und dann würde ich sagen, den Rest bringe ich alleine weg. Weil ich bin ja schon... Wobei, bringe ich alleine weg. Den Rest kann ich in der Nacht eigentlich auch transportieren. Ja, in der Nacht. Bei diesem Butcher hier, da waren wir schon. Ja, da waren wir schon. Das Theater... Die Feuerwehr. Gut, als nächstes würde ich aber wieder Quests holen. Ja, als nächstes will ich wieder Quests holen. Und Quests haben. Oh yeah. Das wird super. Ja. Ja, und bald Tag 35. Ja, und da werden wir unser blaues Wunder erleben. Ich habe nämlich nicht vor, bis dorthin noch eine weitere Falle einzubauen. Also eine... elektrische Falle. Ich bin schon ziemlich gespannt, ob wir es durchhalten und oder auch nicht. Keine Ausdauer wieder mal. Oh yeah. Ohne Ausdauer wird's schwer. So, dann haben wir hier. Oh, die Pilze wachsen super. Wenn alles so gut wachsen würde wie die Pilze. Das wäre super. So, ich packe wieder mal hier in die untere Grabbelkiste.
Na 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 na. Ach, wie super. Ich kann nicht widerstehen. Ich muss auf Pilze schlagen. Sogar der ist schon gewachsen, super. Also die packen wir da unten gleich mal rein. Wenn nur die Kartoffeln so wachsen würden wie die Pilze hier. Schießen wie Pilze aus dem Boden. In dem Fall aus der Wand. So, das auch noch mit. Da laufen wir aber jetzt nicht da in die mittelobere Grabbelkiste hier. Nämlich die da. Das ist diese Grabbelkiste. Oh. So, die Stühle. Für später, für später. Oh ja. Die letzten Quests waren ja alle, die der Trader uns angeboten hat, die waren ja alle echt weit weg. Also nicht nur ein wenig weit, die waren echt weit weg. Echt weit. Und wenn ich echt sage. Ja, alle so, weiß ich nicht, 2 Kilometer, 1,5, 1,2, 1,7, keine Ahnung, 2 Kilometer. Also wirklich weit weg im Vergleich zu den anderen. Ja, die steigen vom Level. Ja, ja, die Game Stage, verdammte Game Stage. Das Theater. Sollte man das mal machen und die Feuerwehr? Da hinten ist noch eine Booby Trap, die würde ich auch gerne machen. Da habe ich was tapsen gehört neben uns. Yeah. Das können wir uns dann auch noch holen. So, die Ruine brauchen wir nicht. Die finde ich jetzt persönlich nicht so interessant. So, sind wir ja gleich da. Eigentlich wollten wir nur eine gemeinsame Fahrt machen. Jetzt machen wir schon zwei. So. Da passt nichts mehr rein. Da passt nichts mehr rein. Jetzt habe ich schon wieder einen Stuhl da hinten im Inventar. Also im Werkzeuggürtel. So. Du kannst die gelesenen Bücher nochmal lesen, dann bekommst du XP. Ja, ich schau mal, wie viel. Moment, ich gehe da mal raus. So, ich sortiere das mal rauf. Ja, viel ist ja nicht mehr da jetzt. So, und zwar, wenn ich das da lese, 50 XP. Wenn ich es dem Händler verkaufe, 220, da ist mir das doch lieber als 50 oder 100 XP, oder? Oder? Also im Moment. Okay. So. Ich kann natürlich auch scrappen. Was kann ich noch? Da, verschließ deine Schuhe. Kein Mensch braucht die. Dann kriege ich nämlich das und das da rein. Ach so, nein, kriege ich nicht. Da müsste ich noch was scrappen. Wie sieht's mit denen aus? Ach, verdammt. Wie sieht's mit denen aus? 5er Eisenbeinschienen. Jetzt, schnell. Hehe. So, die Kiste ist leer. Bleib. In der Kiste ist noch ein wenig Zeug. In der Kiste ist auch noch ein wenig. Was ist, wenn wir es jetzt so machen? Ist ja nur ein Test. Weil dann könnte ich mir auch merken. Ansonsten habe ich ja da die Merkprobleme. So. Dass nur noch eine Kiste voll ist. Nö, unsere ist sicher besser. 1728. Das sag ich doch. Dann scrap sie doch gleich. Okay. So, dann würde ich sagen, diese Kiste ist voll. Diese Kiste ist, naja, nur noch ein wenig gefüllt. Die Kiste hier ist leer. Und die Kiste ist auch leer und das Fahrrad ist voll. So, super Sache. Ein Buch in der Hand? Nö, da ist besser der brennende Baseballschläger. So, meine Lieben, das war's für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.